Herzlich willkommen zu unserem Videopodcast zum Thema Psychoonkologie. Wir sind Franziska Siebode und Steffen Zöhl und möchten Ihnen und euch das Thema Psychoonkologie näher bringen. In verschiedenen Sequenzen widmen wir uns einzelnen Facetten rund um das Thema der Psychoonkologie, also der Therapie von Krebspatienten im psychotherapeutischen Kontext. Ja, mein Name ist Franziska Siebode. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Heute bin ich hier in dieser Funktion, aber darüber hinaus auch als ehemalige Patientin, denn auch ich habe in den letzten Jahren zweimal Brustkrebs bekommen, habe alle Heilungs- und Therapieformen erlebt, die in diesem Kontext stattfinden. Das heißt, ich habe Chemotherapie, Bestrahlung und diverse Höhen und Tiefen dieser Krankheit erlebt, was mich in meiner Tätigkeit natürlich auf beide Seiten fokussiert. Das heißt, ich kenne sowohl die psychische Seite als auch das Erleben als Patient. Und aus diesem Grund haben wir gedacht, heute gemeinsam das Thema tiefer zu beleuchten. Genau. Ich bin Steffen Zöhl, Heilpraktiker für Psychotherapie und arbeite in meiner Praxis in Berlin-Charlottenburg schwerpunktmäßig mit den Themen Ängste, Phobien, Stress und Zwischenmenschliches. Ja, und das Thema Psychoonkologie ist halt mit vielen Ängsten verbunden und auch dazu werden wir einige Sequenzen uns anschauen. In diesem zweiten Teil soll es um Ängste gehen. Und eine Krebsdiagnose ist für die meisten Menschen schon ein Schock. Es gibt Situationen ähnlich wie in einer Trauer und nach Elisabeth Kübler-Ross gibt es so diese Phasen von nicht wahrhaben wollen, Rückzug, Zorn, Verhandeln, Depression und letztendlich die Akzeptanz. Wie hast du das persönlich erlebt? Ja, wie habe ich das selbst erlebt? Eine solche Diagnose hat natürlich diese Phasen, die auch eine Trauer an sich begleiten oder definieren. Die laufen ja auch nicht nacheinander ab, die laufen parallel ab, die laufen in Teilen ineinander übergehend ab. Die sind sehr wohl erkennbar in der Situation. Das heißt, natürlich ist es zuerst ein riesengroßer Schock. Dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, es betrifft immer andere und man kannte auch viele, aber im Grunde genommen selbst ist der Mensch von sich überzeugt, dass er unversehrt ist, dass er an seine Gesundheit glauben kann. Und in diese Phase des Schocks kommt eine sehr große Herausforderung auf den Patienten zu, nämlich selbst entscheiden zu müssen, was tue ich jetzt? Man wird konfrontiert mit medizinischen Diagnosen, mit Behandlungsvorschlägen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich nie mit diesem Thema beschäftigt habe. Für mich war das also außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich jemals Krebs bekommen könnte. Und dennoch war es so. Und innerhalb von kürzester Zeit mussten Behandlungen organisiert werden, mussten weitere Tests organisiert werden. Ich musste mir Ärzte suchen, ich musste überlegen, in welches Krankenhaus möchte ich gehen. Ich habe von vielen Ärzten Erklärungen gehört über mögliche Behandlungsmethoden, die mich sowohl intellektuell, weil ich bin kein Arzt, als auch als Patient überfordert haben. Und insofern, ja, diese Phasen begleiten den Patienten je nach seiner psychischen Struktur länger oder kürzer. Insofern ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir in dieser Zeit oder dass ein Krebspatient mit einer solchen Diagnose in dieser Zeit eine gute, stabile und unaufgeregte Begleitung hat, die viele Dinge übernimmt, die man selber in der Zeit nicht leisten kann. Hm. Ja, ich glaube, Überforderung und Ängste sind doch etwas, was bei den meisten im Rahmen einer Krebsdiagnose auftritt, aber nicht nur, was die eigentliche Erkrankung angeht, sondern auch die Angst vor einer Neuerkrankung, einem Zurückkommen des Krebses, einem sogenannten Rezidivs. Wie konntest du damit umgehen? Ja, da sind wir ja schon in einem weit fortgeschrittenen Stadium des Behandlungsplans. Das heißt, du hast die erste Behandlung überstanden,
Der Patient, in dem Fall ich, habe erfahren, die Behandlungen waren erfolgreich. Die, in meinem Fall, die Chemotherapie ist vorbei, die Bestrahlungen sind vorbei. Das ist ja eine ganz fordernde Zeit. Also ich kann von mir berichten, dass ich eine sehr, sehr gute medizinische Betreuung hatte. Ich war in der Charité, ich habe tolle Ärzte gehabt, ich habe tolle Menschen in diesem onkologischen Zentrum gehabt, die mich begleitet haben, die mich immer auf Augenhöhe begleitet haben. Und man darf nicht aus den Augen verlieren, man hat ein gewisses Sicherheitsumfeld. Das heißt, ich war sicher jede zweite Woche in der Charité. Das heißt, ich konnte Fragen immer beantwortet bekommen. Ich habe mich selbst dort sehr sicher gefühlt. Ich habe mich dort auch, soweit man es im Rahmen dieser Behandlung sagen kann, aber auch immer wohl gefühlt. Und ich erinnere mich sehr stark daran, am letzten Tag der letzten Bestrahlung war ich also in Tränen aufgelöst, weil ich so wie ein Kind wieder aus meinem elterlichen, sicheren Umfeld raus in die Welt musste und ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich war vor kurzem schwer krank und jetzt soll ich wieder daran glauben, dass ich gesund bin. Und ich glaube, dieser Glaubensverlust an die eigene Unversehrtheit ist ein ganz wesentliches Thema im Rahmen einer Krebserkrankung. Und ja, wie geht man mit der Angst vor einem Rezidiv um? Die ist sehr stark. Weil ich habe es beim ersten Mal nicht geahnt, warum soll es nicht jetzt wieder passieren? Ja. Das dauert eine Zeit. Ich hatte ein Rezidiv im Übrigen und habe nach 3 Jahren und habe ein halbes Jahr, bevor ich dieses Rezidiv hatte, meine enge Hausärztin, die zur gleichen Zeit wie ich Krebs hatte, bei der Beerdigung begleitet, also die ist gestorben. Und ich glaube, diese Ängste kann man nur als Teil seines Lebens begreifen und man darf ihnen nicht zu viel Raum geben. Denn ein guter Freund von mir hat mal gesagt, das Leben hat einen Anfang und ein Ende und das ist ganz unumstößlich. Und je mehr ich mich im Heute befinde und nicht mit möglichen Dingen beschäftige, die in der Zukunft liegen, desto mehr kann ich lebensbejahend im Hier und Jetzt sein. Und ich kann nicht voraussagen, was kommt. Und diese Ängste bezüglich eines Rezidivs oder auch anderer Erkrankungen, die kommen immer wieder. Aber man darf sie nicht als Fremdkörper begreifen, sondern als Teil des eigenen Lebens. Angst gehört dazu, aber Angst darf nicht das Leben bestimmen. Und dann verliert irgendwann diese Angst wieder ihren Schrecken, weil man vergisst es. Jetzt sprachst du ja gerade schon von der Sicherheit, die dir auch in der Behandlung zuteil geworden ist, und einem sicheren Umfeld. Mhm. Selbst heute ist so eine Krebsdiagnose immer noch etwas, was bei vielen Menschen zu Isolation und sozialem Rückzug führt. Die Menschen wollen nicht gerne darüber sprechen oder fühlen sich nicht sicher genug, um mit ihren Angehörigen darüber zu sprechen und ziehen sich zurück. Wie offen bist du mit deinem Umfeld umgegangen? Also vorangestellt würde ich gerne sagen, ich glaube, wie man mit solchen Erkrankungen umgeht, das ist typabhängig. Sehr wichtig ist aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung heraus, dass man klar auch artikuliert, was man braucht, weil das Gegenüber kann es nicht wissen. Und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Der eine Mensch mehr nach Rückzug, der andere Mensch mehr nach Kommunikation. Wie bin ich damit umgegangen? Das war ganz schwer, weil wir reden ja immer von Todesangst im Zusammenhang mit Krebs, aber ich glaube, das ist nicht Todesangst. Ich glaube, das sind ganz andere Ängste und diese Ängste muss man sich eingestehen und die müssen auch einen Namen finden. Also meine größte Angst war, was passiert mit meinem Kind? Ja, meine Tochter, die war damals 13. Mhm. Ja, was passiert, wenn ich nicht mehr als Mutter für sie sorgen kann? Die Angst war, was ist mit meinem Partner, wie geht es dem und wie geht es meiner Mutter? Ja, und wie habe ich das gesagt? Ich glaube, also in jedem Lehrbuch, wie teile ich meiner Familie mit, dass ich Krebs habe, würde ich wahrscheinlich verlieren, weil es war eine Katastrophe. Ich habe es meinem Mann per WhatsApp geschickt, weil ich konnte es überhaupt nicht ausdrücken. Ich habe es meiner Tochter ein paar Tage später im Auto gesagt,
weil ich war vollkommen überfordert. Es gab für mich kein, wie hätte ich es besser machen können. Das heißt, die sind irgendwie ins Wasser geworfen worden. Jetzt habe ich einen sehr, sehr pragmatischen Ehemann. Und es war von vornherein ganz klar, dass ich das überleben werde, selbstverständlich. Das heißt, das hat überhaupt niemand irgendwie Zweifel daran gehegt. Und meine Tochter ist, glaube ich, auch viel mit Verleugnung umgegangen und hat das einfach aus ihrem Leben gestrichen. Die hatte allerdings auch einige Erfahrungen, weil in ihrer Klasse vor mir, glaube ich, 3 Mütter Krebs hatten, die alle noch lebten. Das heißt, dieses Wort Krebs hatte schon so eine Gestalt, das war nicht mehr so, so was ganz Schwammiges. Meine Ärztin war ganz klar, die hat gesagt, das überleben Sie. Das heißt, ich hatte eine Aufgabe. Und ja, und ich habe überwiegend, vielleicht nicht immer, relativ gut gesagt, was ich möchte, auch meinen Kollegen gegenüber, meiner Familie gegenüber. Meine Schwester ist sehr pragmatisch, meine Mutter war natürlich am Boden zerstört, weil eine Mutter immer fürs Kind fühlt, und das war ganz schlimm. Das heißt, hat mich mehr belastet, als dass es mir geholfen hat. Das heißt, was hat mir geholfen? Mir hat geholfen, dass mich die Menschen sehr normal behandelt haben, dass ich weiter am Alltag teilgenommen haben, dass ich unterstützt wurde, wenn ich Hilfe brauchte, aber nicht bemuttert wurde, dass ich auch herausgefordert wurde und dass mit mir sehr klar gesprochen worden ist. Mhm. Aber da war eben nicht nur die Reaktion meiner Umwelt schuld daran, sondern auch ich, die das ganz klar artikuliert hat. Ja. Von deiner Tochter hast du jetzt gerade schon gesprochen. Wie haben deine anderen Angehörigen darauf reagiert und wie seid ihr danach miteinander umgegangen? Das war sehr unterschiedlich. Unterschiedlich schon einfach mit Sicht auf die unterschiedlichen Charaktere. Mein Mann ist ein sehr pragmatischer Mensch, was das Beste war, was in der Situation passieren konnte. Klar, so ein kleiner Teil des furchtbar schwer kranken Patienten wollte auch immer so ein bisschen betuttelt werden. Ne? Aber auf der anderen Seite, das hat mir halt nie die Chance gegeben, mich in meinem Selbstmitleid zu ergehen, sondern da war halt ganz klar, das schaffst du mal und wenn du was Hilfe brauchst. Mein Mann hat mir halt eher pragmatisch geholfen, der hat mir Sachen besorgt, die ich brauchte, der hat mich irgendwo hingefahren, wenn ich nicht laufen konnte. Das war so Hilfe zum täglichen Leben. Meine Schwester auch ein ganz pragmatischer Mensch, die hat, na klar, die war natürlich sehr traurig und alle hatten Ängste, aber das war auch immer eine tolle Begleitung. Wir haben uns viel gesehen. Ich habe ohnehin in dieser Zeit auch viele positive Dinge für mein Leben mitgenommen, mehr Offenheit, mehr sich Zeit nehmen, mehr den Moment genießen. Meine Mama, die war natürlich am Boden zerstört, die war trauriger und ängstlicher als ich selbst, kann ich verstehen. Meine Mutter ist ihrem Kind immer sehr viel stärker verbunden. Und meine Kollegen, die waren interessiert. Und ich habe auch gesagt, Leute, stellt mir alle Fragen, die ihr stellen möchtet. Behandelt mich bitte normal. Keine Mitleidsbesuche, sondern macht mit mir was, geht mit mir essen, geht mit mir raus, geht mit mir ins Museum. Und das hat wunderbar funktioniert. Und dadurch hatte ich eigentlich nie das Gefühl, mein Leben geht zu Ende, sondern ich hatte jetzt was zu tun, ich musste jetzt mich um meinen Krebs kümmern. Ich hatte keine finanzielle Not, das ist auch ganz wichtig, ich bin angestellt, habe eine gute Krankenversicherung, das heißt, ich musste nicht noch parallel die Welt retten, sondern mein einziger Job war, werd wieder gesund. Und wenn man aus dieser Hilflosigkeit des Anfangs ins Tun kommt, das gibt ja auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und ab dem Moment, wenn man diese Verantwortung übernimmt, auch selbstwirksam zu werden, glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Umgang mit einer Diagnose ist. Ne? Ja. Sie hatten im ersten Teil schon gesagt, dass Psychoonkologie natürlich in erster Linie für die Betroffenen der Krebsdiagnose selbst ist, aber eben auch für deren Angehörige oder auch pflegende Kräfte, Ärzte und so weiter. Über deine Ängste haben wir gerade gesprochen. Welche Ängste haben dein Umfeld, deine Angehörigen geäußert? Ja, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen. Da war, glaube ich, der Teil unseres kollektiven Abwehrverhaltens, nicht über Ängste zu sprechen.
Ich glaube, Psycho-Onkologie hätte in dem Moment eine gute Rolle spielen können, weil ich mir ganz sicher bin, dass viele unausgesprochene Ängste sich auch heute noch in unsere Familiendynamik eingeschlichen haben. Gerade Psycho-Onkologie, der Kontakt zu einer nicht involvierten Person, wäre aus meiner Sicht, was würde ich heute anders machen, definitiv eine Begleitung, die ich mir gewünscht hätte. Auch den Mut, das anzubieten. Weil ich glaube, dass jeder Mensch hat eine andere Art des Copings mit Problemen umzugehen. Und jemand, der an der Oberfläche sehr ruhig ist, muss das nicht unter der Oberfläche sein. Und vielleicht kommen dann einfach mit Zeitverzug von 3, 4, 5 Jahren Themen hoch, die man hätte anders begleiten können. Und was ich glaube, ganz wichtig ist, dass ein nicht involvierter, fremder, professioneller Partner oder Partnerin zur Verfügung steht, weil einfach viele Sachen spricht man nicht dem Partner oder dem Kind oder dem Kollegen gegenüber aus, weil einfach man denjenigen schonen möchte. Manche Sachen will man vielleicht auch einfach nicht wissen. Es gibt sicherlich Dinge, die der Partner ganz schrecklich findet, die er einem aber dann vielleicht auch selber nicht sagen möchte. Und dieses Unausgesprochene muss irgendwo hin, das braucht seinen Raum. Und aus dieser Sicht glaube ich, dass eine Begleitung, eine psychologische Begleitung sowohl der Angehörigen als auch des Erkrankten oder der Erkrankten ganz wichtig ist, um Dinge aussprechen zu können, die im Verbund, im System Familie verletzend sein können, schambesetzt sein können, auch einfach vielleicht peinlich sein können, von denen man vielleicht denkt, die sind jetzt gar nicht hier angebracht, der leidet und ich habe jetzt so ein Problem, aber das Problem ist ja nicht weniger wert, nur weil vielleicht der Partner ein größeres Problem hat. Ja. Ja, also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema, diese individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen und diese individuellen Fragen zu beantworten. Ja. Es ist ja auch ein Teil der Psycho-Onkologie, sich mit den Alltagsproblemen, die auch auftreten, immer wieder zu beschäftigen, sowohl denen der betroffenen Person, aber auch der Angehörigen. Und hier kann eine professionelle Unterstützung einfach sehr sinnvoll sein, um ja, mit auch den kleinen Themen, die im Alltag auf uns eintreffen, sich zu befassen. Rückblickend, was würdest du sagen, welche Ängste vielleicht von besonderer Bedeutung für dich gewesen sind? Also bei mir war es immer die Angst, nicht mehr als Mutter zur Verfügung zu stehen. Mhm. Weil mir das immer das Wichtigste war. Meine Tochter, die ich auch sehr spät bekommen habe, oder wie wir als Paar sehr spät bekommen haben, zu begleiten. Ich habe als Kind eine Reihe von emotionalen Defiziten, sicherlich wie jeder andere auch, erfahren oder heute festgestellt, dass die nicht da waren. Und natürlich war mein Wunsch, es immer besser zu machen. Und das war tatsächlich meine größte Angst. Meine zwei größten Ängste waren, als Mutter nicht zur Verfügung zu stehen, oder zur Verfügung zu stehen, hört sich jetzt so praktisch an, aber einfach nicht da zu sein, auch emotional nicht da sein zu können. Und die zweite Angst war nie vorm Sterben, sondern vorm Leiden. Du hast in deiner Behandlungszeit auch ganz viel Kontakt mit Ärzten, mit Pflegerinnen, mit Therapeuten und Therapeutinnen gehabt, was ja auch ganz bewusst ein Personenkreis ist, den die Psycho-Onkologie mit einschließt in ihr Tätigkeitsfeld. Wie hast du diesen Kontakt erlebt? Ja, wie habe ich diesen Kontakt erlebt? Ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Ich hatte in dieser Zeit ausschließlich positive Erfahrungen. Das mag Glück sein, das mag die richtige Wahl des richtigen Brustzentrums gewesen sein. Ich hatte nie das Gefühl, als Brust betrachtet zu werden, sondern immer als Mensch. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Mir wurde viel erklärt, mir wurde viel auch Entscheidungswege
erläutert. Mir wurden aber auch nicht überfordernd viele Informationen gegeben, weil das kann genauso kontraproduktiv sein. Ich habe sehr viel Freundlichkeit erfahren. Ich glaube aber, dass das auch wieder ein Geben und Nehmen ist. Mhm. Das heißt, ich war sicherlich immer ein sehr mündiger Patient. Ich habe Informationen eingefordert. Ich habe um Hilfe gebeten, wenn ich die brauchte. Mhm. Und habe auch Feedback gegeben. Und das ist auch für Ärzte wichtig. Denn ich habe also direkt in einem Gespräch die Erfahrung gemacht, dass mir eine Ärztin eben auch mal sagte, ich wäre da tatsächlich ein sehr, sehr positiver, antidepressiv wirkender Patient, mhm. weil ich halt in dieser Zeit trotzdem viel um mich gesorgt habe. Ich habe mich nie als Krebskranker definiert, sondern als Mensch, der eine Krankheit hat. Das heißt, also mich macht der Krebs nicht zu einer Person, sondern ich bin eine Person, die krank ist und die mehr Facetten hat als nur diese Krankheit. Und ich glaube, das ist für die Ärzte dann auch wiederum gut gewesen, einfach einen Partner zu sehen, einen Menschen zu sehen, der auch möchte, der auch, jetzt sage ich es mal ganz hart, nicht nur jammert, sondern der sagt, okay, das ist jetzt nicht schön und die Chemotherapie macht definitiv, also kann ich jedem sagen, keinen Spaß, aber die geht halt auch wieder vorbei. Und insofern ist das immer ein Geben und Nehmen. Also wenn man einen Arzt hat, ich hatte eine ganz großartige Ärztin, das war eine ganz tolle Begegnung, die mir auch viel zugehört hat, wenn es mir mal seelisch nicht gut ging. Und ich wusste aber an anderen Tagen, wenn es mir gut ging, dann ging es halt mal ein bisschen schneller, weil ein anderer Patient Bedürfnisse hatte. Das war für mich sehr gut. Ja? Aber auch da ist jedes Bedürfnis anders. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Bedürfnisse nicht zu kurz kommen der Patienten. Und das schafft ein Arzt nur, wenn der Patient seine Bedürfnisse äußert und nicht darauf hofft, dass die jemand erkennt. Dafür haben die Menschen alle keine Zeit mehr. Ja. Eines dieser Bedürfnisse ist ja oftmals auch das Bedürfnis nach Information. Ja. Therapeutisch heißt das Psychoedukation, also das Erläutern sowohl der onkologischen, also der krebsbezogenen Fragen, aber halt auch all dieser begleitenden und folgenden Umstände und Fragen, Ängste, alles was dazugehört. Diese Psychoedukation ist ein ganz wichtiger Punkt, der im Rahmen der Psychoonkologie mit abgedeckt wird.